Handwerk zu stärken gilt. Das geht, glaube ich, mit diesem Gesetz, dass man Abfälle vermeidet und die regionale Wertschöpfung steigert, die Nutzungsdauer der einzelnen Geräte verlängert und somit auch das Ganze nachhaltig unterstützt. Das Ganze wird sein für Elektro- und Elektronikgeräte. Und es ist schon sehr sinnvoll. Es ist in einigen Bundesländern ja schon umgesetzt, unter anderem in Kärnten und Wien. Aber das Ganze ist dort noch viel mehr ausgebaut. In Wien war es ein großes Anliegen von der Sozialdemokraten, Fahrräder mit hineinzunehmen. Und ich hätte mir das eigentlich nicht vorstellen können, dass das in Wien gekloppt hätte, wenn Fahrräder zum Beispiel nicht mit dabei sein oder in Kärnten. Wundert mich da eigentlich schon sehr, dass bei dem Gesetz, was ja zu begrüßen ist, die Grünen im Bund sagen, na, ohne Fahrräder machen wir das. Wir machen das nur eben mit diesen Elektro- und Elektronikgeräten. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig wäre, aber es ist ein erster richtiger Schritt, das ist auszuweiten. Und was mich auch so ein bisschen überrascht, ist die Wirtschaftskammer, die sich da auch nicht durchgesetzt hat, nämlich die Wirtschaftskammer für Gewerbe und Handwerk, Reparaturbonus, muss rasch volles Potenzial entfalten. Da hatte der Generalsekretär Karl-Heinz Kopf sich anscheinend doch nicht durchgesetzt, denn mir gerade das wäre wichtig gewesen für die kleinen und Mittelbetriebe in Österreich, das noch besser umzusetzen und vor in mehreren Bereichen, aber das hat die ÖVP anscheinend nicht wollen und deshalb glaube ich, dass man da noch einmal nachbessern sollte, dass man noch einmal nachdiskutieren sollte, weil es einfach wichtig sein wird, vor allem in ländlichen Regionen das wirklich umzusetzen, da zu schauen, dass man da vielleicht noch besser kommt, um in Zukunft das Klima und die Umwelt noch zu verbessern. Wir von der SPÖ werden auf alle Fälle zustimmen. Als ersten wichtigen Schritt bezeichnet Klaus Köchl von der SPÖ den Reparaturbonus. Nächste Rednerin von den Grünen, Ulrike Fischer.